Was ist die rettische Person? Jesus. Jesus, genau. Ja. Give me five, ja. Preachy Sister. Ja, genau. Und was hat Jesus gemacht für dich? Er hat sich aufgeopfert. Aufgeopfert, genau, ja. Ans Kreuz hängen. Ja, genau. Warum denn? Warum hat er sich aufgeopfert? Um zu zeigen, dass es das noch gibt, die Nächstenliebe. Ja, er ist der, der das wirklich selbstlos gemacht hat. Ja. Aber warum hat es das gebraucht? Weißt? Er hätte ja schon irgendwie eine gute Tat machen für uns, aber warum hat er sich aufgeopfert? Warum ist er gestorben? Warum hat er bezahlt mit seinem Leben? Für was? Um anderen zu zeigen, wie der Weg vielleicht funktionieren könnte. Ja, mal das eine, aber das andere, mit dem Standardnamen von Gott, Vollkommenheit. Was ist, wenn er sagt, du sollst nicht lügen und wir tun gleich lügen? Was heisst das? Ist das eine Schuld oder nicht? Ja, auch. Das ist eine Schuld, ja, genau. Und wenn wir jeden Tag 10 Sünden machen und das ganze Leben lang, weißt du, das häuft sich enorm auf. Das ist ein Schuldenberg, den wir alle Menschen haben. Jeder, ja. Ich, du, wir alle, oder? Haben einen Schuldenberg vor Gott, oder? Was ist mit dieser Schuld? Was machen wir mit dieser Schuld? Mitnehmen. Kannst du mit dieser Schuld in den Himmel zu Gott kommen? Ja, eben nicht. Eben nicht, ja, genau. Also was würde passieren mit dieser Schuld? Ja, ich könnte dann quasi nicht mehr auf die schöne Seite. Ja, genau. Außer Gott würde ich voll befreien. Genau, und warum? Er will dich befreien und er hat es auch schon gemacht. Aber wie hat er es gemacht? Das ist der zentralste Punkt jetzt. Jetzt sind wir voll im Ding. Das wäre jetzt mega cool. Was hat Gott gemacht, um dich befreien von dieser Schuld? Mich auf die Welt geschickt. Ja, er hat schon auf die Welt geschickt, um eine Beziehung mit ihm. Aber was ist mit dieser Schuld? Was ist mit dieser Schuld? Ja, um die wieder zu büßen. Also vielleicht mir die Chance zu lassen, im Leben das wieder gut zu machen. Ja, wie kannst du das jemals gut machen? Also wenn du jetzt vor dem Gericht bist und du hast eine Schuld, danach musst du die Schuld zahlen mit einer Geldstrafe, mit einer Gefängnisstrafe, wie auch immer. Und wenn du sagst, ja, ich tue einfach gut zu tun, der lächelt nochmal und sagt, ja, da musst du sowieso, da wird vorausgesetzt, wir müssen gut tun. Aber die Schuld, die muss bezahlt werden, oder? Ja. Wie willst du sie zahlen? Also Beichtstuhl? Wie? Beichtstuhl? Beichten, ja, ja. Aber eben, um Vergebung bitten, aber es muss ja gleich jemand bezahlen, weißt du? Du kannst dem Richter auch nicht sagen, ja, es tut mir leid, ich tue den nie mehr umbringen. Ja. Und der lächelt ein bisschen, ja, logisch, aber wegen dem musst du gleich die Schuld zahlen, ja. Weißt du, ich meine, was ist mit dem Schuldenberg, den wir alle haben? Was hat Gott gemacht, um uns zu befreien von dieser Schuld? Das ist eine ganz wichtige Frage. Keine Ahnung. Du weißt es, hey, come on. Ja. Er hat den Übergang geschaffen. Mhm. Aber was ist da passiert im Kreuz? Die haben sich da alles... die haben alles zurückgelassen. Wer ist gehangen am Kreuz? Jesus. Jesus, ja. Und warum ist er gestorben? Für die Menschen danach. Aber warum? Warum gestorben? Wenn sie es nicht unbedingt gebraucht hätte, hätte doch Gott das nicht zugelassen. Dann gehst du nicht einfach ans Kreuz, einfach zum Spass. Es hat es gebraucht, aber warum hat es das gebraucht? Um die Menschen mal zum Nachdenken anzuregen. Aber dann kannst du doch auch einen einfacheren Weg nehmen, als es gerade ein Kreuz zu gehen. Aber über Schmerz funktioniert es, glaube ich, am besten. Es hat es gebraucht. Gott hat das seit Anfang an von der Welt geplant. Und hat alle Sünden von dir und mir hat er in Jesus verurteilt. Und hat den ganzen Zorn an ihm abgelassen. Also hat eigentlich Gott ist selber Mensch geworden und hat an unserer Stelle alle Schulden von der Welt, von allen Menschen auf sich genommen und hat mit seinem Leben gezahlt, mit seinem Blut gezahlt. Und darum ist er gestorben. Und Jesus hätte ja können Nein sagen, aber er hat es freiwillig gemacht. Er hat sich dem Vater unterordnet, hat gesagt, wenn es irgendwie geht, bitte, du, der Kerl kann mir vorbeigehen lassen. Im Garten Gethsemane hat er Blut geschwitzt, weil er so überwunden hat. Er hat gesagt, ich vertraue dir, Vater, dass es gut kommt. Ich vertraue dir nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und er ist voll da durch die Angst. Durch. Das ist die grösste Angst, die ein Mensch erleben kann. Wenn du Blut schwitzt, ist, weißt du, krass. Und er hat nachher den ganzen, ist gehorsam gewesen, Vater, bis zum Kreuz. Das ist so krass. Und er hat das gemacht, weil er dich so fest liebt, weil er uns Menschen alle so fest liebt. Er war der Fetz im Fritz für dich. Und es wird dir keine Person so lieben wie er. Und der ist es wert, Jesus ist es wert, dass wir uns ihm voll hingeben und ihm ausliefern. Ja, uns ihm aussetzen. Weil er hat gesagt, wenn er sein Leben behaltet, für sich behaltet, weißt du, selber Herr von sich selber bleibt, dann wird es verlieren.
Weil der macht es aus Eigenleistung und der schafft es eh nicht. Oder? Und das ist heftig. So viel Hitze, eine Ewigkeit, will niemand. Aber Jesus hat gesagt, wenn es ein Leben ihm gibt, der wird gerettet. Der hat nachher das ewige Leben von ihm. Oder? Genau. Also das eigentlich ist zugänglich Frieden. Jesus hat für jeden Menschen gezahlt, einverstanden. Ja. Aber was braucht es, dass wir wirklich, dass das gültig wird? Dass wir wirklich gerettet sind noch einen? Ja, wir müssen uns ihm hegen. Ja. Oder wir müssen uns, solange wir noch leben da, müssen wir uns ihm hegen und sagen, du bist der Herr von meinem Leben. Dass wir Jesus als König einladen in unser Herz. Und dann macht er alle Sünden oder den Reinwaschen. Weißt, dann wird das richtig Realität. Und danach bist du das Kind Gottes. Jesus ist eigentlich wieder der geistliche Samen. Wenn du ihn aufnimmst, wirst du von ihm zeugt, du wirst im Geist neu geboren. Von innen aus bist du eine Tochter Gottes oder Sohn Gottes. Und danach sind wir safe. Und darum ist auch die wichtigste Entscheidung im Leben, dass wir Jesus annehmen. Ja. Ja, das war mega, hey, mega interessant gewesen. Danke vielmals, gell? Und es war krass gewesen. Ja, danke. Ja. Merci, gell? Ja, ja, gut, alles, gell? Merci fürs Mitmachen. Ja, schön zusammen, gell? Tschüss, ciao.